Im Vergleich zum Vorgänger wirkt der neue Picasso C4 eleganter und mit den kurzen Überhängen auch deutlich kompakter. Speziell die Front ist originell umgesetzt. Das Interieur mit dem großen Monitor anstelle klassischer Rundinstrumente passt zum Wagenäußeren. Eine Stärke des C4 ist das Platzangebot, die Variabilität und die optimale Raumausnutzung. Die Platzverhältnisse vorne sind sehr gut und auch hinten ist ausreichend Platz für Kinder und Erwachsene. Mit den verschiebbaren Einzelrücksitzen inklusive verstellbaren Lehnen bietet das Sitzsystem je nach Platzbedarf eine optimale Lösung. Bei abgeklappten Rücksitzen entsteht eine ebene Ladefläche von beachtlichen 1709 Litern Ladevolumen. Wie es sich für einen Familienvan gehört, ist die Federung schluckfreudig und auf Komfort ausgelegt. Die vielseitig verstellbaren Ledersitze sind auch auf langen Strecken bequem, der Seitenhalt lässt etwas zu wünschen übrig. Die Fahrleistungen mit dem bekannten 1,6-Liter-Motor sind insgesamt gut, allerdings drückt die sehr lange Übersetzung auf das Temperament. Positiv dabei ist der tiefe Verbrauch, speziell auf der Autobahn. Das Fahrverhalten des C4 ist gut. In den Kurven untersteuert er leicht. Die Lenkung ist leider etwas zu indirekt ausgefallen. Der Sicherheitsstandard hingegen ist mit zahlreichen Assistenzsystemen hoch. Beim Bremstest schneidet der C4 sehr gut ab. Und auch die Rundumsicht ist mit den großen Fensterflächen sehr gut. Fazit: Der Picasso C4 ist ein gelungenes Familienauto mit einem modernen, eigenständigen Design. Er hat ein gutes Preis-Leistungs-Angebot. Ab 26.500 Franken ist die günstigste Ausführung zu haben. Seine große Stärke ist das große Platzangebot. Negativ ist die zu lange Übersetzung der Gänge, den etwas dürftigen Durchzug bei tiefen Touren und die Sitze mit zu wenig Seitenhalt.